ich diese kleine Ratte sehe, bringe ich sie selbst zur Strecke. Sie beobachtet uns schon viel zu lange. Nee, das ruhig ich nicht. Das ist ruhig. Unsere Armbrüste verzehren sich nach jammernden Zielen. Eins von drei. Hallo? Hoch? Danke? Ja? Bitte? So. Was das da unten sein soll? So ein Troll oder sowas? Nö, ist klar. Hätte so spontan gesagt Rancor, aber ich bin wahrscheinlich zu sehr Star Wars Typ. Werden mich jetzt gleich alle hassen dafür. Greifen die wirklich an? Bescheuert? Ein Grauk ist das, okay. Ne, mit dem will ich mich nicht anlegen. Dankeschön, bin weg. Aus einem Loch in der Erde kam noch nie was Gutes hervor. Die Höhlen in der Nähe werden da nicht anders sein. Was war das? Was? Wo? Ich dachte, ich hätte diese kleine Kreatur gesehen, die alle suchen. Haltet die Augen auf! Moment! Ich rieche etwas. Oh, hier treibt sich ein Mörder herum! Jupp, hallo! Schon da. Wurde gerufen. Das ist das Ende! Sklaven. Hab ich da gerade etwas gehört? Vielleicht Tötung. Ich bin unsichtbar. Ne, ich bin unten. Habt ihr das gehört? Ich glaube nicht, dass da jemand war. Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Oh, läuft denn hier lang? Ich sag! Egal was ich war, es ist weg. Zurück an die Arbeit und hört auf zu reden! Ah, toll, ich bin beide dort. Das machen sie irgendwie tot. Der ist zu dumm, um irgendwem etwas zu nützen. Kommt ja nicht auf die Idee, auch nur einmal eure Kampfübungen schleifen zu lassen. Ja, ihr wollt echt nicht, dass euch der Anführer... Da war doch ein Geräusch. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Einer von uns! So, bewegt euch mal ein bisschen. Schön auseinander. Perfekt. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten. Danke. Ich hab beide getötet. Ah, fuck. Ich dachte nicht, dass die so nah beieinander sind. Na gut. Dann halt ohne weitere Erkenntnisse erstmal durchgehen.
schwingen kann jeder, doch eine Armbrust erfordert Geschick. Und zack. Du auch noch weg. Mal, hier ist doch ein Ding ins Trüben. Hängezeichen. Wie so ein Artefakt. Die Uruk, die der Grabwandler erledigt hat, haben einfach nicht gut genug gekämpft. Nur so ein Stößel. Nipp, nipp, nipp. Nipp, 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 nipp. Oh, wie, wie, so, 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 so. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Ja, wie gesagt, die meisten Sachen davon kenne ich, oder so am Anfang kenne ich leider schon. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Bis du ihn siehst, werde ich schon über seiner Leiche stehen. Zack. Warum hast du diese toten Bleich heute im Dreck liegen lassen? Der Hauptmann hat mich auf die Karagor-Jagd geschickt. Ja, während du weg warst, haben die Krämer in all das gute Fleisch aufgepickt. Jetzt bleibt uns nichts mehr als ein paar nutzlose Knochen. Dann ist es gut, dass wir einen Karagor erwischt haben, sonst wärst du noch hungriger und noch wütender. Hier ist nichts. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. So, Informationen, über wen wir jetzt mal Informationen haben. Redback der Feigling, Brock der Zwilling. Informationen erhalten über den Sklaventreiber. Leidet Schaden durch Fernkampfangriffe, keine Fängerpunkte durch Hatten gefunden werden. Tipp, leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Hass brannt und gerät in Wut, wenn er brennt. Monsterschlechter kann Monster schnell töten und widersteht ihren Angriffen. Führt Schläge aus dem Sprung heraus aus. Ach, hieß es vorhin, er hasst Schmerzen durch diese Fliegen, dass die ihm Schmerzen zubereiten, dass er deswegen regeneriert, weil er sozusagen in Wut ist. Führt Schläge aus dem Sprung heraus aus. Handgemenge kann dich packen und herumwirbeln. Furcht, das kann nicht ein Panikwitz werden. Flüchtet niemals. Und du bist weg. Damit nicht nur irgendwie hinterher durch irgendeinen blöden Zufall in den Weg läufst. Ha! Der Feigling ist abgehauen! Gesundheit erneuern. Meins. Helmgeschoss aufnehmen. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. Und zack, ist mir genau in die Arme gesprungen.
Da drüben hat sich etwas bewegt. Alter, das explodiert gigantisch weit. Hier ist noch ein. Hier ist noch ein Artefakt. Eisenfesseln. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Yay, geile Aussichten. Hup, da bricht's gerade zusammen. Diese Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Heute wird es dank des vielen Grabs wieder. Haltet den Sklaven auf! Hier kommt ein Ende! Oh, da rennen die Sklaven. Aufprall, konnte Gegenstimmen rückwärts werden, betäubt oder fallen zu Boden. Sehr gut. Ich kann mir hier noch mehr von den Ruhenplätzen freischalten, das brauche ich aber erstmal die Ruhen dazu. Daher habe ich kein großes Interesse daran, das freizuschalten. Bei allem, was hier so vor sich geht, könnten wir sicher ein paar mehr Krieger gebrauchen. Hier gehen Gerüchte. So, machen wir nochmal den Sklaventreiber platt. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Ja, vielleicht damit anfangen sollen. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Zähne aus. So. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Und zack. Jeder Sklave, der die Flucht wagt, soll am Pranger sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Selbst wird euch sterben. Ein nach dem anderen. Ihr dachtet wohl, ihr werdet schnell genug. Kein schwächlicher Mensch kann einem Uruk entfliehen. Seht ihr diese Sklaven? Sie dachten, sie könnten fliehen. Und nun werden sie am Pranger sterben. Das ist schon überhaupt tot. Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave.
würde ich widersprechen. Und tot. Ah, wie er aufgefüllt wurde, meine Fresse. Boshafte Stimmen, episch. Du kannst deine Waffen mit Runen ausrüsten, ja, das ist mir schon aufgefallen. So, eine freie Durchmittel. Urkjäger ausgerüstet. Boshafte Stimmen, episch. Töne des Hauptmanns oder Hauptmanns steht Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Schau über die Stufe, die ihr hinterlässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, nimmst du deine Anfähigkeit aus und wirst du stets eine bestimmte Art von Rune erhalten. Schleichen, Dolch, Fernkampfbogen, Nahkampfschwert. Welche ich immer mit Fernkampf töten sollen. Also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirkan. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Gollum. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Sklaventreiber Erfolg. Oh, was ich für einen richtigen Kampf geben würde. Mein Schwert verlangt nach Blut. So, der ist schon gestorben, ausgehend der Hauptmann Informationen. Auftrag der Stämme genau Informationen erhalten. Anfällige Fernkampfangriffe kann durch einen einzigen gespannten Kopfschuss, Brandfeuer oder Schattenangriff. Ehrlich! Gerät in Panik, wenn er brennt. Gerät in Wut beim Angriff mit Cargo. Gerät in Wut, wenn er verletzt wird. Ach, das Schmerz ist eine Stärke. Kann nicht durch Schleichausstammende verwundet werden. Rufe, Gegenreaktion, deine Konter haben keine Wirkung. Keine Angriff, keine Gegenrakete. Na geil. Bam, 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 bam. Oh, yeah. Wie viele Grauks muss ich töten, um das zu verhindern? Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein.
diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Stirb, Wurm! Zack. Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Scheint dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Die Mob-Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Schneidet ihnen die Beine ab. Die brauchen sie nicht, um zu graben. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Einfang und Häufung. Glaubst du alles, was du willst? Schüttung. Wir werden von Tag zu Tag weniger. Bam! Geh doch, jetzt endlich. Zögere nicht. Renn um dein Leben. Das ist unsere Chance. Ich brauch sogar die roten, die hier sind. Da. Da. Ja, das brauche ich. So, auf geht's. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch das Ding freischalten. So, erneuern. Meine Ahnenuntergang. Ich muss ihn mit Licht ab. Oh, das habe ich jetzt abgebrochen. Eine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Widerliches Biest. Wahrscheinlich ungenießbar. Schnappt es und werft es ins Feuer. Besserungen? Fokusstufe 2. Elekran. Brauche ich eigentlich jetzt? Remendhond. Geil.
Und immer noch mal drauf hauen. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Dort! Es läuft davon! Tudum! Zauber ist das? Ein verlorenes Erbstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir? Oh. Oh shit. Nee, es läuft davon. Hol die Kreatur aus der Höhle heraus. Och nö. Urukjäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Au! Die heftigen Angriffe sind einfach nur übel. Ich hab noch nie vor! Ich bin doch ausgewichen, ich hab so A gedrückt. Das ist einfach nur B. Boah, das ist so übel. Ja, das wird wahrscheinlich halt nicht mehr sinnvoll. Ja, bin tot. Wiederholen. Wiederholen. Wiederholen, wirklich. Ja, das Ding muss man halt doch mit dem Fernkampf ausschalten. Urukjäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Mich verarschen? Ich hab doch gerade den Finisher gemacht. Oh, fick doch die Henne. Oh Mann. Eine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier. Oh Mann. So, was hab ich alle Stufe 1 Fähigkeiten? Den Schatten. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, wir
Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Was weiß er davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns in unseren Träumen. Du siehst mich. Aua! Elende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Rätsel. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören, dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? So, Auftrag abgeschlossen. Gesundheit nehmen. So, Belegungsaufgabe 3. Also dann fehlt mir noch. Neue Aufträge jetzt verfügbar. Das ist nur Ichilin, Artefakt. Ja, hier sowas. Zerbrochene Erinnerung, dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von einem Geist angezogen. Jetzt durch der Herrn, das Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Die Rangleiter empor. Hier um Ortok der Stämmige. Jetzt kann ich es ja nochmal versuchen mit Ortok den Stämmigen. Würde ich sagen. Jetzt nehme ich mal hier Schnellreise. Schließlich wollte ich ihn ja jetzt töten. Ich hab doch eh nichts kurz in Verbesserung, oder? Waffen und Runen, immer noch leer. Wurde mich entdeckt. Wo ich mit dir nochmal. So, der Stämmige ist also mit einem aufgeladenen Schlag zu verlassen. Auftrag starten. So, nochmal das. Willst du mich nur verfolgen? Oder auch kämpfen? Mir ist es völlig egal. Du hältst dich für stark? Beweise es! Vorsicht, das geht. Sie sind verschwunden. Ich will hier hoch. Weiter hoch. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Hast Schmerzen? Ich hab nichts mit ihm gemacht.
Bleib hier. Bäm. Geh doch. Rekrutierung gelöst. Sind da mal gestorben. Macht auch. Kampfbericht 10. Natürlich werden stehen freie Positionen so und je nach einiger Zeit können neue Hauptmänner die Position besetzen. Okay. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Schleicht da jemand umher? Nagel die fest! Jetzt geht's mich gerade komplett zusammen. Boah, meine Fresse. Uiuiui. Was geht denn jetzt los? Vermute mal, meine Festplatte ist voll. Moment mal. Ich werde mal die Aufnahme hier beenden. So, ich habe mal meinen Verbündeten. Außer wechseln, stärker, schwächen. Achso, von dem darf ich es gar nicht. Und von dem. Brock der Zwilling. Habe ich auch nicht. Von dem hier kann ich aber Informationen bekommen. Unter der Zarka auf der Schwächenanfähigkeit gegen Schleichtodesstöße. Kann ergriffen werden, ohne dass ein Gesundheit niedrig sein muss. Entweder überrittenen Bisschen, Furcht für Cargo, Furcht vor Ghoulen, Furcht vor Graus, Furcht vor Verbrennen. Als sie kontinuierlich und schnell